Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ceftec Ages Sky Vlog oder Ages of the Sky. Heute zu einer ganz besonderen Geburtstagsfolge in diesem wunderbaren Modpack und wir haben natürlich wieder einiges vor. Ich habe in der Zwischenzeit was sehr, sehr Doofes festgestellt, denn wenn wir sterben, dann spawnen wir wieder auf dieser Insel hier drüben und nicht bei uns zu Hause. Deswegen habe ich mir mal wieder das Strawbed gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Folge mitbekommen habt, aber ich habe mir das schon mal gebaut, nur ist es wieder kaputt gegangen. Deswegen, das Strawbed ist praktisch mittlerweile wieder hier und wir können jetzt hier schlafen. Außerdem habe ich gemerkt, dass wir uns Low-Grade Charcoal einfach so hier drin herstellen können. Müssen wir dann, glaube ich, in den Grindstone werfen, aber danach würde trotzdem auch wieder alles funktionieren und wir hätten ein bisschen Charcoal. Unser Feld wächst wunderbar. Wir haben super viel Beewax, was nebenbei hergestellt wird, was ich gar nicht wusste. Genau, guck mal, wir haben ein Stack Honeycombs und hier drüben, die Bienen sind immer mehr geworden. Hier sind auch mittlerweile ein Stack Bienen drin, die so viel produzieren, aber irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie die Crop Growth beschleunigen. Vielleicht müssen wir mal ein paar mehr von diesen Apiaries bauen. Vielleicht stackt das ja übereinander und wir wären dann super, super fast. Grundsätzlich wollen wir natürlich hier im Modpack weitermachen und wir gehen, glaube ich, erstmal so ein bisschen in der Main Questline weiter. Die anderen Sachen bringen uns zurzeit nicht so viel. Es würde die Option geben, das hier unten zu machen und zwar I don't want it anymore. Es ist eine Sache, ich sag mal so. Ich glaube, was brauchen wir? Wir brauchen den Apple of Lofty Statues oder so. Apple of, genau, das ist der hier. Of Lofty Stature. Keine Ahnung, wie man das auf Englisch aussprechen würde. Jedenfalls ist das praktisch ein Apfel, mit dem wir den Autostep wegmachen können. Also gerade haben wir so Autostep hier dran. Sehr, sehr cool. Nicht Auto-Jump wie in Minecraft. Und mit diesem Apfel würde das weggehen. Ich glaube, wenn wir ihn nochmal drauf machen, dann würde er wieder zurückkommen. Ich will es aber erstmal behalten. Deswegen machen wir es noch nicht weg. Eine Alternative dafür wäre später unsere Dog Pelt Boots, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die haben, glaube ich, auch Autostep. Die müssen wir dann machen. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter in der Main Questline und dafür brauchen wir das Necronomicon. Genau. Damit wir von Abyssalcraft ein bisschen was machen können. Das heißt, wir gehen hier rein und wir wollen uns das Teil hier craften. Dafür brauchen wir Rotten Flesh, wir brauchen Plant Cloth und das ist Twine und wir brauchen ein Plagued Flesh. Okay, das ist interesting. Ich glaube nicht, dass wir davon noch was haben. Es könnte sehr gut sein, dass wir, also normalerweise hätten wir schon was davon, aber wir haben eben jetzt noch nichts. Sind das, das sind Plant Twines sogar. Okay, also erst Plant Twines und dann machen wir daraus Plant Cloth, auch gut zu wissen. Leatherstrip brauchen wir es, glaube ich, nicht unbedingt. Wir haben jedenfalls genug dafür. Das ist ziemlich nice und dann gucken wir mal ganz kurz. Wir brauchen was? Wir brauchen Corallium Plagued Flesh. Ja, wir haben eins davon. Okay, immerhin. Das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann wäre natürlich jetzt, oh, das ist schon alles zu Glue geworden. Rotten Flesh auch noch eine sehr coole Sache. Also im besten Fall müssen wir jetzt erstmal warten. Wir könnten natürlich auch in unsere Hunting Dimension gehen, fällt mir gerade mal ein. Also ich sage mal, das wäre eine Option. Wir können hier rüber gehen und da einfach mal so eine kleine Plattform aufbauen, damit hier im besten Fall dann auch die ein oder anderen Monster spawnen. Okay, sehr weird, dass da irgendwelche Katzen sind. Ich weiß gar nicht, wie weit wir weggehen müssen. Wahrscheinlich auch 24 Blöcke oder so kann ich mir vorstellen, ne? Aber wir gucken einfach mal. Gehen wir mal auf die Distanz hier drüben. Und dann gehen wir einfach mal auf Nummer ganz, ganz, ganz sicher und boxen das hier oben so ein bisschen ein. Und hoffen, dass da vielleicht Zombies und Monster drauf spawnen. Oh nein, vielleicht funktioniert die Dimension auch gar nicht so gut. Ja, ich sag mal so, ich glaube, das sollte normalerweise weit genug weg sein, dass hier irgendwas spawnen könnte. Und auch von der Spawnfläche her sollte es passen. Es ist ein bisschen weird. Ich weiß auch nicht genau, was wir in der Dimension machen können. Also wenn ihr es wisst, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten warten wir jetzt einfach mal auf die Nacht und gehen schon mal rüber in dieses Biom hier. Ich glaube, da waren nämlich die Slogoffs oder so, hießen die, soviel ich weiß. Das waren diese Monster, diese riesigen, komischen, weirden Typen, die aus dieser Höhle da rauskommen. Und ich glaube, wir müssen wahrscheinlich sogar in diese Höhle rein. Das wird sehr, sehr, sehr interesting. Ich bin auch sehr gespannt, denn wir brauchen daraus eine Statue, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, wir brauchen das hier. Wir müssen eine Statue finden, die das Ganze powern kann. Und wenn wir 6 oder mehr davon haben, dann spawnt eine Monolith mit einer Statue obendrauf. Oder wir können sie auch von ihrem Fleisch zusammen craften. Wir können einfach mal hier reingucken. Oh, das sind sogar Statuen. Das sind sogar super viele Statuen. Wait. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Glaubt ihr, wir können gegen die fighten? Ich würde mich fast gerne ein bisschen von unten dran bauen. Ich würde auch gerne wissen, wie viel Damage die machen.
Wow, okay, die Viecher sind schon extrem eklig, muss man sagen. Und das noch ein Lesser Slogoff, ne? Gibt es noch es gibt wahrscheinlich noch größere als die hier. Also, oh, okay. Sehr, 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 sehr weirde Monster. Und auch so Schleim machen sie überall hin. Und da kriegen wir Stock of Flesh. Und damit können wir uns die Statuen bauen. Okay, gibt es auch... Warte mal, der kommt gerade wieder hier hoch, ne? Na, Alter, das sind so viele. What? Wait, was für eine haben wir überhaupt gebraucht davon? Jetzt warte mal ganz kurz. Na, guck mal, hier ist wieder ein Ei. So ein Owl-Eye. Egg. A monolith with a statue on top. Or craft a statue using the Stock of Flesh. Consult and look for more information. Okay, also scheinbar brauchen wir wirklich... alle dieser Statuen, oder? Nee, da stand ja dabei, wenn 6 Stück oder mehr spawnen. Alter, das sind so viele. Wenn 6 oder mehr Stück davon spawnen, danach spawnen die. Die Statuen waren ja unten, die haben wir gesehen. Aber wie bekommen wir die raus? Oh, es sind so viele, WTF. Oh no, what the hell? Wow, sie machen einiges an Damage. Ich meine, wir haben gar keine Rüstung. Okay, dann geht's sogar. Wenn wir keine Rüstung haben, 2,5 Schaden. Ich glaube, das ist fein. Das kann man noch überleben. Jetzt müssen wir nur aufpassen, weil natürlich gleich Nacht wird. Und ich glaube, bei Nacht ist das nochmal eine etwas andere Nummer. Können wir uns nicht vielleicht irgendwo hier einfach runterbuddeln? Also kann ich nicht irgendwo so machen? Okay, was ist das jetzt bitte für ein Sound? What the? Okay, das ist schon mal ein Monolith Stone. Hallo. Guten Tag. Eieiei. What the? Da ist eine Chasaro-Statue. Glaubt ihr, wir schaffen es, sie abzubauen? Warte. Kann er Blöcke kaputt machen? Was ist das denn? Oder so ein Creeper? What the hell? Alter, ich glaube, die bauen hier gerade Blöcke über uns ab, ne? Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Nein, die Statue ist in die andere Richtung. Gib mir die doch. Habe ich sie bekommen? Jawohl, da ist sie. Pure Decoration and doesn't do anything. Oh, aber davon haben wir jetzt eine, ne? Okay, warte. Das heißt, wir hätten schon... einfach mal... Alter, wie viel Schleim... Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist hier alles passiert? Wie viele sind hier bitte? Warte, wir haben jetzt eine... so eine Statue. Und die können wir mit diesem Stock of Flesh umranden. Und dann kriegen wir praktisch die bessere davon, die wir brauchen werden, oder? Verstehe ich das richtig? Also, wenn wir hier jetzt einfach so machen und das hier da rein... Yes! Ah, decorative und das ist jetzt die richtige. Oh my God. Okay, sehr interessant. Jetzt brauchen wir nur ein bisschen Rotten Flesh, damit wir uns das Buch davon bauen können, ne? Okay, ich glaube, wir haben gerade irgendwie eine Art Mobfalle oder sowas gemacht. Hier kommen einfach dauerhaft Zombies nach und fallen in dieses Loch. Es ist perfekt. Okay, das sind 10 Rotten Flesh. Ich glaube jetzt einfach mal, das sollte reichen für die ersten Sachen, die wir uns bauen wollen. Da hatte ich fast einen Gleiter nicht gefunden. Und dann schauen wir eben, ob wir pennen können, bevor hier irgendwas passiert. Da war ein Creeper irgendwo. Perfekt. Den Creeper da hinten müssen wir auch unbedingt im Auge behalten. Aber jetzt können wir uns das Necromonicon, ich weiß immer nie, wie man das ausspricht, bauen. Ah nein, wir brauchen noch Corallium Plagued Flesh. Wo haben wir das herbekommen? Oben ist einfach ein Wolf gespawnt. Auch von Abyssal Craft. Aber das haben nicht die Sogoth-Typen. Ich glaube, das haben diese Undead-Typen gedroppt, ne? Wo kriegen wir das denn her? Versuchen wir einfach nochmal in diese Höhle hier zu kommen. Im besten Fall natürlich... Oh mein Gott, ist da viel Zeug von den Haien. Wait, 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 wait. Alter, vielleicht kann ich mir das joinken. Bevor er zu viel... Was ist hier unten? Oh, was ist das? Sogoth Biomass. Okay, warte, wir haben eine zweite Statue bekommen. Und was natürlich crazy ist... Die haben das alles gemacht. Guckt euch das mal an. Weil die Sogoths immer gegen die Haie kämpfen, haben die jetzt alles an... Oh mein Gott, das ist einfach die beste Essensfarm, die man sich vorstellen kann. What? Okay, glaubt ihr, wir kommen hier unten nochmal rein? Ja, es wird kritisch, ne? Unten doch mal eine Statue zu joinken. Oh, Mama Mia. Upsa, nein. Ich habe sie nicht bekommen, oder? Oh, mein Inventory ist voll. Nee. Machen wir nochmal einen Sprint Void. Ich muss ja nur irgendwie an die Statue kommen. So, der. Huiuiuiui. Oh mein Gott, ist das dumm. Wir haben immer noch die zweite Statue davon. Auch wenn nicht immer. Oh, das ist sogar eine dritte. Wir haben zwei neue. Aber ich verstehe halt immer noch nicht genau, wie wir. Daraus kriegen wir Corallium Gems. Daraus kriegen wir Corallium Gem Cluster. Vielleicht sollten wir das mal mitnehmen, wenn wir das überhaupt abbauen können. Vielleicht brauchen wir dafür aber auch irgendwie eine Copper Pickaxe oder sowas. Aber hier war. Genau, guck mal. Hier war so Corallium Ohr an der Seite. Und das brauchen wir auch auf jeden Fall für diese Mod. Und können wir sogar abbauen. Okay. Ey, das ist aber super nice. Warte, das ist einfach nur Corallium Gem, ne? Oh mein Gott, sehr gut. Da ist noch um einiges mehr. Bauen wir die auch mal direkt ab.
Wie gesagt, ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir die schon mal haben. Wenn wir die später für das Ritual oder so brauchen. Einfach ein Arbeitsschritt weniger. Aber das Plague Flash lässt mir noch keine Ruhe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir das herbekommen. Vielleicht gucken wir gleich mal nach. Ich glaube, das eine, das ich bekommen habe, das war von diesem Depth Guard, den wir getötet haben. Aber der war halt, der ist, glaube ich, erst einmal gespawnt oder so, seitdem ich den... Also seitdem wir spielen. Guck mal, die töten hier einfach wieder alle möglichen... Alter, die töten einfach alles, was hier drin ist. Es ist so crazy. Ey, wir müssen nie wieder in irgendeine Art Farm gehen. Guck dir das mal an, wir haben fast ein Stack von diesem Sharkfleisch, das wir bekommen haben. Wir haben 36 Lachs, wir haben 31 Rohrfische, 31 Sharkfleisch, Animal Fat, Shark Tooth Bones, Insects. Das ist einfach der, also wir müssen nur da hinten stehen und warten, bis sie das AFK töten. Wir könnten eine komplett automatische Farm damit bauen, theoretisch. Wir können uns mit dem Sogoth-Ding jetzt direkt nochmal eine neue Statue bauen. Ah nein, die geht nicht. Die hier geht. Okay, guck mal, dann haben wir... Ah, jetzt haben wir sogar alle. Okay, jetzt haben wir drei verschiedene davon. Ich hoffe mal, die können wir schon benutzen später. Ah, und das Corallium Plague Flash, was wir hier haben, das bekommen wir von einem Abyssal Zombie. Das heißt... Ah, ich gehe immer hier wieder hier drauf. Wir müssen auf jeden Fall wieder ein Abyssalcraft-Biom finden. Und dann bei Nacht da einfach mal ein bisschen rumlaufen und gucken, dass wir die Zombies töten. Waren denn diese... Die Gems waren auch von Abyssalcraft. Okay, ich glaube, dann gehen wir wirklich in ein Biom, wo wir diese großen Bäume hatten. Wir sind so eins hier drüben und schauen, dass da ein Zombie spawnt, den wir dann töten können. Oder mehrere, damit wir das Fleisch von dem bekommen. Der Villager hat eigentlich einen crazy Trade. Er tradet rohen Fisch... Gegen rohes Shark Meat. Okay, ich bin mir actually nicht sicher, ob das ein guter Trade ist. Doch, auf jeden Fall. Es gibt uns so ein komplettes Hunger mehr. Fisch gibt uns 2,5, das gibt uns 3,5. Aber wir machen es einfach trotzdem mal nicht. Oh, es ist Nacht geworden und hier ist auch direkt wieder so ein Depth Ghoul. Ich weiß nicht genau, warum er nicht hier runterkommt. Da ist er, sehr gut. Ist das dasselbe als davor? Ich glaube, das letzte Mal war es ein Depth Guard und das ist jetzt ein Ghoul. Okay, interesting. Das ist ein Skelett, aber das ist nicht so schlimm. Ein Zombie bräuchten wir auf jeden Fall noch. Der hat jetzt gar nichts gedroppt, ne? Schade. Da haben wir so einen. Das ist der Abyssal-Zombie, den wir haben wollen. Unser Schwert ist kaputt, das ist gar nicht gut. Unsere Axt hat auch nicht mehr so viel. Ich maybe noch? Ja, guck mal, wir haben noch ein bisschen was in Cobblestone. Dann können wir das Schwert wenigstens reparieren. Und dann können wir die töten. Oh, jetzt haben wir sogar viele. Nice, nice, nice. Yes, okay, das sind 5 Stück. Fahren wir direkt mal noch ein bisschen mehr, wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht brauchen wir sie später noch. Ihr wisst, lieber haben als brauchen. Okay, doch. Ich glaube, damit sind wir zufrieden. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was bekommen. Was war denn? Das war unsere Insel, ne? Genau. Wir haben 7 Plague Flash. Wir hatten sogar 2 Stück mit dem Bone noch dran. Ein paar Spinnen gefunden. Wir haben Lederboots gedroppt bekommen. Auch die, ja gut, haben so gut wie keine Durability mehr. Aber ich meine, besser als nichts. Und dann... Wir müssen uns hier hoffentlich direkt pennen legen. Sehr gut. Und jetzt können wir uns, jawohl, das Necronomicon bauen. Und wir haben sogar direkt die Trophy. Oh, okay. Genau. Craft dieses wunderbare Buch, damit wir durch Abyssalcraft gekleidet werden. Und dann brauchen wir die Statue. Die haben wir ja schon gebaut. Die hat er auch direkt gecheckt. Und dann schauen wir. Wir bauen Rituale. Normales Ritual. Unfamiliar Item. Okay, das ist alles noch nicht so viel. Wir brauchen allerdings das Beneath. Wir brauchen... ein Ritual, damit wir das createn können. Oh mein Gott. Okay, davon brauchen wir tatsächlich sehr, sehr viel. Wir brauchen einen Blank Teleporter. Dafür brauchen wir Blood Magic. Wir brauchen eine Corallium Pearl. Und dafür brauchen wir Corallium Infested Stone. Wir brauchen Monolith Stone. Wir brauchen Coal Dust. Okay, das kriegen wir hin. Gunpowder, Dark Oakfenske kriegen wir hin. Demonic Will ist natürlich noch ein großes Ding. Das heißt, wir brauchen eine Sentient Weapon. Ich meine, das haben wir uns sogar aus Copper gemacht, ne? Ancient Sword. Okay, können wir davon überhaupt schon irgendwas machen? Ein Black Quartz Sword. Okay, aber das Black Quartz bekommen wir, glaube ich, auch erst, wenn wir im Beneath waren, ne? Genau, guck mal, das kommt hier nach. Capture Demonic Will to build a Blood Altar. Okay, warte mal. Es gab auch die Möglichkeit für Demonic Will, genau das hier, eine Rudimentary Snare zu bauen. Und die können wir werfen. Die machen wir aus Tin, String und Asche. Und Asche bekommen wir... indem wir Holz in dem normalen Ofen schmelzen. Also kein... Daraus kriegen wir dann praktisch kein Charcoal wie im normalen Minecraft, sondern hieraus kriegen wir dann eben richtige Asche. Okay, interesting. Und die müssen wir dann eben auf einen Mob werfen. Und wenn wir ihn danach töten, dann droppt er, ich weiß nicht, ob zu 100% oder zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber dann droppt er für uns praktisch Demonic Will. So, jetzt haben wir 4 Stück. Yes,
Kill a monster to obtain a dare demonic will. Was töten wir dafür? Einfach auch wieder einen Zombie oder so im besten Fall. Ist natürlich wieder schwer zu bekommen jetzt hier. Wir können ja in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen was anderes vorbereiten. Denn wenn wir dann Demonic Will praktisch haben, dann können wir uns das Beneath bauen. Aber fürs Beneath brauchen wir eh noch den Altar. Das heißt, wir schauen gleich mal, was wir dafür noch brauchen. Für den Blattaltar brauchen wir Bronze, Stone, Infernus und natürlich die Demonic Will selbst. Ich sag mal, Cleanstone haben wir, sehr gut. Bronze haben wir, auch sehr gut. Und den Ofen können wir uns super simpel einfach ganz kurz mit dem hier craften. Und dann wäre das auch fertig. Okay, dann ist das Einzige, was uns jetzt gerade noch auffällt, ein nächstes normales Monster, das wir töten können mit unserer Rudimentary Snare, um dann praktisch ihr Demonic Will zu bekommen. Ich weiß nicht, ob sowas hier auch gehen würde. Ich habe Angst, da... Oh, hier sind noch normale Zombies drin. Okay, warte, wir brauchen die Zombies. Kommt mal die Zombies raus. Das wäre sehr, sehr gut. Warte, jetzt werfen wir den hier ab. Ich hoffe, der ist jetzt... Okay, es hat nicht gezählt. Ich glaube, er baut so weiße Partikel, damit das funktionieren würde. Damit man ihn damit killen kann und der das auch droppt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er das gerade hat auf sich. Oder noch nicht. Hat er was gedroppt? Ey, jetzt haben wir wieder so viele Monster hier. Na, ich glaube, wir müssen uns nochmal neuer... ein paar mehr bauen. Ja, fliegen wir lieber nochmal zurück. Wir warten nochmal auf den Tag. Genau, das war eben das Problem. Ich habe mich nicht mehr ganz erinnert. Aber es ist nur eine Chance, dass sie praktisch den Effekt bekommen. Und der Effekt, bei dem haben sie normalerweise weiße Partikel. Vielleicht hat er gerade weiß und ich habe es nicht gesehen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. So, machen wir nochmal welche. Vielleicht machen wir sogar direkt nochmal was. Dann würden wir zwar unser ganzes Tin komplett verschwenden, aber ist nicht so schlimm. Wir haben dafür einiges an Asche. Ich glaube, das nehmen wir vielleicht sogar raus und benutzen das lieber für Potatoes, wenn der hier fertig ist. Ja, und dann heißt es once again auf die Nacht warten und gucken, dass wir unsere Sachen bekommen. Okay, es ist Nacht und jawohl, erste Lead geworfen und der Zombie ist direkt infiziert. Das heißt, jawohlski, da ist unsere Demonic Will. Eine davon zumindest. Wir haben natürlich noch ein paar mehr von den Snares. Also können wir auch direkt noch ein paar mehr farmen. Ich würde sehr gerne die Skelette hier drüben noch abfarmen. Der ist auch direkt infiziert. Super, super gut. Ich glaube, jedes, das infiziert ist, droppt auch dann instant. Das ist nice. Creeper probieren wir natürlich auch. Noch nicht. 3, 4, 5 Stück. Oh mein Gott, die letzte hat was gebracht. Jetzt darf er nur nicht hochgehen. Das wäre dann sehr, sehr, sehr krass wasted, wenn der jetzt noch explodieren würde. Nice. Okay, 3 verschiedene. Wir haben natürlich verschiedene Will... Qualities so gesehen in dieser Ding. Das heißt, wir haben 0,06, 1,19 und wir haben 4,58. Okay, die 4,58 werden wir definitiv behalten. Ich habe, by the way, die Zeit genutzt und mal unsere Kisten ein bisschen sortiert. Legen wir die hier hin. Ich denke mal, die können wir gut fürs Ritual brauchen. Und die andere, die 0,06, die werden wir dann einfach benutzen, um etwas zu craften. Ich denke mal, da wird die ein bisschen besser ankommen. Jetzt bauen wir unseren Stone und ich glaube, dann sollten wir uns schon mal den Altar hier bauen können. Ne? Bronze brauchen wir noch. 2 Ingots davon. Here we go. Und da ist unser Blattaltar. Yes. Oh mein Gott. Damit werden wir jetzt natürlich noch nichts machen. Wir haben ihn aber zumindest schon mal fertig. Und wir haben... Ich wusste gar nicht, dass Blood Magic auch so ein Buch hat. Das ist ziemlich cool. Wenn wir das Buch bekommen und dann können wir uns eben den Apfel machen, wenn wir das wollen. Aber primär brauchen wir diesen Blattaltar natürlich, um uns das Beneath zu bauen. Ich hatte eigentlich gedacht für den... Genau. Für den Blank Teleporter brauchen wir erstens einen Block. Wir brauchen die Korallen Pearl, da müssen wir noch gucken. Und wir brauchen eben den Apprentice Blood Orb. Und den machen wir hier mit Redstone praktisch oben drauf. Oder mit der Pearl. Okay, wir machen wahrscheinlich die Pearl. Redstone können wir noch nicht. Deswegen müssen wir die irgendwo herbekommen. Und dann geht es damit weiter. Aber das und mehr werden wir in der nächsten Folge morgen um 16 Uhr machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein. Habt einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Peace.